Ja, jetzt sind wir hier in der neuen Runde und jetzt zeige ich euch die M40 ein bisschen. Die hat ein Visier, wie ähnlich wie das Gol-Sniper-Gewehr von normalen Bad Company 2, so einfach ein Kreuz. Und ja, mit dem kann ich es immer noch am besten. Das Problem ist jetzt ein bisschen, dass ich gerade Verteidiger bin und die hatten am Anfang ein ziemlich kleines Feld in dieser Map und ja, ich weiß nicht, ob ich viele Punkte machen werde, aber... Ja, wenigstens habe ich einen gekillt. Aber man hat auch gesehen, dass ich mit der auch Leute aus fahrenden Fahrzeugen schießen kann. Das würde ich, glaube ich, mit den anderen nicht schaffen. Und ja. Jetzt mal ehrlich, ich finde, das war jetzt nicht so schwer, den da rauszuschießen. Aus dem Grund, dass ich einfach mit diesem Visier mehr Übung habe. Und ja, dann ist es auch ziemlich locker, auch hier jetzt durchs Gebüsch also ein Fahrzeug zu schießen. Jetzt habe ich schon ein Fahrrad getroffen. Und so kann auch ein Sniper ein Boot ausschalten, wenn man genug Übung hat. Der Trick ist jetzt natürlich dabei, weil das Boot da draußen schwimmt und es nicht zerstört ist. Jetzt ist es kaputt. Jedenfalls, wenn es nicht zerstört worden wäre, dann hätte es natürlich nicht neu gespawnt und sie hätten dann ein Boot weniger gehabt. Das ist jetzt halt nicht mehr der Fall, aber... Man sieht jetzt, glaube ich, auch, dass es für mich relativ locker ist, mit dieser Waffe Punkte zu machen, weil... Ich finde, die Waffe ist einfach am besten auch zum Snipern. Mit der treffe ich einfach am besten. Der Vorteil an dieser Waffe ist natürlich, wenn man im Hardcore mit dieser Waffe jemanden trifft, ist er meistens tot. Da kann nicht viel dran machen. Außer wenn der aus extremer Entfernung, also wenn ich aus extremer Entfernung einen Schuss treffen würde und ich hätte keine Magnum-Munition als Spezialfähigkeit, dann würde es wahrscheinlich überleben, aber so ist es eher unwahrscheinlich. Ja, dann der Mörser hier, der ist immer noch ziemlich gleich wie im alten eigentlich. Und ja, das C4 ist auch gleich, einfach dass es jetzt halt anders aussieht. Yeah.
Man hat jetzt gesehen, mit dem Sniper bin ich doch ein bisschen besser als mit den anderen Klassen. Ja, ich persönlich finde die M40 die beste vom Sniper. Danach die M21. Und die SVD finde ich ehrlich gesagt die schlechteste, aber auch nur, weil ich einfach das Ziel nicht ganz checke. Also mit dem Ziel bin ich einfach nicht gut, weil ich kann es sonst nochmal nehmen. Ich finde einfach, es stört ein wenig, wenn da keine Linie ist. Also, ja, es ist schwer. Wenn da, wo das Dreieck ist, da gibt es ja keine Linie, die nach unten führt. So wie beim Kreuzvisier. Und das stört mich ein bisschen. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich dieses Visier nicht so gut finde. Aber es kommt natürlich darauf an, ob man das Visier gewöhnt ist oder nicht. Ja, man hat auch gesehen, dass ich mit der nicht so gut treffe wie mit der M40. Ja, dann würde ich mal sagen, breche ich hier ab, spiele es noch einmal mit der M40. Dann breche ich ab. Und das wäre eigentlich das letzte Let's Play von Battlefield Bad Company 2 Vietnam von meiner Seite aus. Außer ihr wollt, dass ich zum Beispiel noch eins mache mit den Waffen, die jede Klasse haben kann. Zum Beispiel mit dem Flammenwerfer gibt es jetzt da neu. Und die Schrotflinte von früher gibt es immer noch. Ob ich da noch ein fünftes Let's Play machen sollte. Ja, Mist, habe ich ihn noch ausgeschaltet. Ja, dann war's das von meiner Seite aus. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich noch ein fünftes mache mit dem Flammenwerfer zum Beispiel in der Thompson, ja, dann schreibt es in die Kommentare oder ja. Und wenn ihr sonst irgendwie zum Beispiel mal zusammen zocken wollt oder so, schreibt mich einfach an und dann gebe ich euch sehr wahrscheinlich meinen Namen im Battlefield. Ja, und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.